Das größte Problem bei der digitalen Transformation ist es heute, die schon vorhandenen Daten in einem Unternehmen tatsächlich zu sichten, zu reinigen und für das Unternehmen nutzbar zu machen. Wir stehen vor der Situation, Daten sind vorhanden, aber nicht einsetzbar und nutzbar, zum Beispiel um kluge Algorithmen zu finden, um tatsächlich Betriebsentscheidungen sinnvoller und effizienter zu gestalten. Eine weitere Herausforderung ist es, aus der Vielzahl der digitalen Technologien, die es heute gibt und verschiedenen Anbietern auf dem Markt, diejenigen herauszufinden, die auf der einen Seite für meine technischen Anforderungen am besten passt, die Schnittstellen optimal abdeckt und auf der anderen Seite trotzdem einen Business Case ermöglicht, der am Ende sozusagen diese Investition auch tatsächlich lohnenswert macht. Technologie, nur um den Einsatz der Technologie willen, macht keinen Sinn. Es muss am Ende einen wirtschaftlichen Nutzen bringen und da stehen wir vor der zweiten großen Herausforderung. Eine weitere große Herausforderung ist es, dass die Mitarbeiter oftmals auf die digitale Transformation noch nicht vorbereitet sind. Es gibt einige, die den Schritt bereits geschafft haben, aber viele Mitarbeiter im Unternehmen hängen nach wie vor in der Vergangenheit, sind nicht bereit, sich auf digitale Transformation einzulassen und diese zu begeistern von der digitalen Transformation, Trainingsmöglichkeiten anzubieten, beziehungsweise eben auch, wo notwendig, zusätzliche Mitarbeiter an Bord zu bringen. Das ist eine große Herausforderung der Digitalisierung. Die digitale Transformation führt bereits heute schon zu hervorragenden Ergebnissen und es gibt eine Vielzahl disruptiver Geschäftsmodelle. Ein Beispiel: die Plattformstrategie, die einige Anbieter, Bosch beispielsweise mit ihrer IoT-Plattform, heute schon anbieten, indem sie nicht nur ihre eigenen Produkte und ihre eigenen Systeme miteinander vernetzen und dem Kunden anbieten, sondern auch weitere Teilnehmer auf ihre Plattform integrieren und Geschäftsmodelle anbieten. Das ist ein Beispiel für ein gelebtes, neues Geschäftsmodell, was disruptiven Charakter hat, was am Ende eine große Kombination aus verschiedenen Partnerschaften, aus verschiedenen Unternehmen ermöglicht und am Ende zusätzliche Umsätze für das Unternehmen Bosch bedeutet. Ein weiteres disruptives Geschäftsmodell finden wir bei vielen Maschinen- und Anlagenbauern. Die Möglichkeit, zum Beispiel über Pay-per-Use-Systeme zu gehen, in dem eben nicht mehr eine komplette Anlage sofort gekauft wird, sondern am Ende die Bezahlung der Anlage über die zu produzierenden Einheiten erfolgt, ist eines der neuen Geschäftsmodelle, die ich natürlich nur dann ermöglichen kann, wenn ich eine digitale Überwachungsmöglichkeit der Anlage habe, um festzustellen, was tatsächlich auf dieser Anlage produziert wird. Mit diesen Pay-per-Use-Modellen einen Hand in Hand gehen Full-Service-Kontrakte, bei denen der Hersteller der Anlage auch die komplette Wartung, Instandhaltung und Reparatur mit sozusagen bereitstellt, damit die Verfügbarkeit der Maschine in jedem Zeitpunkt gewährleistet ist, um entsprechend produzieren zu können. Das bedeutet aber auch zusätzliche Serviceumsätze für das Unternehmen und die Möglichkeit, tatsächlich eine Maschine und Anlage langfristig zu betreuen und zu wissen, was die Performance dieser Anlage auch im langfristigen Vergleich ist. Diejenigen Unternehmen im deutschen Mittelstand, die die digitale Transformation als eine Chance begreifen, werden gestärkt. Die Unternehmen, die ich heute kenne, die sagen, wir möchten neue, disruptive Geschäftsmodelle mit unseren Kunden einführen. Wir möchten gemeinsam im Verbund mit anderen Unternehmen gesamte Ökosystemlösungen für unsere Kunden anbieten. Oder die auch sagen, ich möchte im Bereich der Effizienzsteigerung neue Wege gehen und Technologie einsetzen, um effizienter und besser zu produzieren. Diese Unternehmen sind die Gewinner der Digitalisierung, ganz egal, ob sie ein kleines und mittelständisches Unternehmen sind oder ein großes Unternehmen. Es geht darum, Digitalisierung als Chance zu begreifen, die Chancen zu nutzen und umzusetzen. Die größte Herausforderung, die wir in Deutschland haben, ist es, in die Bildung und Ausbildung der Mitarbeiter zu investieren. Wir haben einen großen Nachteil, wenn es darum geht, Digital Natives auch für die Maschinen- und Anlagenbau, auch für die Elektronikindustrie zu begeistern und entsprechend sozusagen in dieses Unternehmen zu bekommen. Die Ausbildung digital, sowohl in den Betrieben als auch eben über externe Bildungseinrichtungen, ist eine der größten Herausforderungen, die wir in der Bundesrepublik haben.
Wir haben einen großen Auftrag zu erfüllen, wenn es um das Thema Bildung geht. Und dem müssen wir auch beim Thema Digitalisierung nachkommen. Gleichzeitig geht es aber auch darum, den Dienstleistungssektor zu stärken. Hier sind typischerweise deutsche Unternehmen, gerade im Mittelstand, eher im Hintertreffen. Es geht immer darum, in deutscher Ingenieurskunst neue Produkte zu entwickeln und die Dienstleistung, den Service anderen zu überlassen. Diese Einschätzung muss sich ändern, denn am Ende sind die neuen digitalen Services, die Daten nutzen, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, um neue Umsatzquellen zu generieren, entscheidend, um auch zusätzlichen Umsatz für das Unternehmen zu bekommen. Wir werden langfristig nicht mehr nur damit einhergehen können, dass wir neue Produkte entwickeln und dann sehen, wie sich der Service von anderen entsprechend abgedeckt wird. Wir müssen den Service in unseren Unternehmen genauso wichtig sehen, die Dienstleistung, wie es auch das eigentliche Kernprodukt ist. Das ist die Herausforderung, wo wir stehen, und da müssen wir entsprechend nachlegen. Eine Herausforderung, die wir in Deutschland haben, ist es, dass wir zu wenig wirkliche Unternehmer haben, die den Mut haben, alles auf eine Karte zu setzen und wirklich ihren Traum, auch ihren unternehmerischen Traum zu verwirklichen. Das ist, glaube ich, eines der fundamentalen Probleme, die wir haben. Abgesehen davon, dass bei uns das Thema Wagniskapital, die Möglichkeit, Business Angels zu finden und Ähnliches, natürlich nicht in dem Maße aufgeprägt sind, wie es zum Beispiel im Silicon Valley in den USA. Ich denke aber, es gibt gute Ansätze. Wir haben entsprechend auch einige Metropolen. Wir sind hier in Berlin, eine der großen Metropolen für Start-up-Unternehmen und Möglichkeiten, dort voranzukommen. Und wer weiß denn, ob nicht auch das ein oder andere Unternehmen, das sich heute gerade in der Gründungsphase befindet, auch einer dieser großen Champions wieder werden kann. Das Thema Wagniskapital ist, glaube ich, eins der ganz großen. Ich glaube auch der Mut. Wir sehen immer wieder, auch gerade bei jungen Unternehmen, mit denen wir sehr, sehr viel auch arbeiten, die zu uns kommen und sagen, wir haben Schwierigkeiten, eine erste Finanzierung zu bekommen. Keiner glaubt an uns. Ich glaube, dass wir als Mentalität auch als Deutsche eher skeptisch sind und eher eine Glas-halb-leer-Mentalität als eine Glas-halb-voll-Mentalität haben. All das, glaube ich, muss sich ändern in Deutschland, um erfolgreicher zu sein. Auf der anderen Seite hoffe ich zumindest, dass viele der jungen Leute nicht glauben, dass wir in Deutschland innovationsfeindlich sind und deswegen in die USA gehen und dort hervorragend gründen, sondern den Mut haben, auch zu uns zu kommen, auch viele ausländische Unternehmen. Denn das ist auch eines natürlich, was gerade die USA hervorragend macht. Der Erfolg des Silicon Valleys, wenn man ganz offen ist, gründet sich nicht darum, dass wir in der Summe sehr, sehr viele amerikanische neue Gründer haben, sondern es sind in der Regel asiatische, osteuropäische und andere Gründer, die einfach die USA als Chance begreifen. Das heißt, wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir die klugen Köpfe auf der Welt begeistern, nach Deutschland zu kommen und hier ihre Entwicklung voranzutreiben. KI wird in Zukunft eine sehr, sehr wichtige Rolle in der gesamten Wertschöpfung spielen. Heute, und das muss man offen so sagen, tut es sie nicht. Es gibt erste Leuchtturmanwendungen, es gibt erste Ideen, wo KI uns nutzen kann. In der breiten Masse ist die künstliche Intelligenz aber noch nicht angekommen. Deswegen mein klarer Appell, wenn ich ein mittelständisches Unternehmen bin, die heute in die Industrie 4.0-Welt eintauchen möchte, wäre es falsch, sofort mit KI zu beginnen. Da gibt es deutlich ausgefeiltere und reifere Technologien, MES-Systeme, Qualitätsmanagementsysteme, Virtual Reality. All das sind Technologien, die heute schon super funktionieren, wo es tolle Anwendungen gibt und wo ich als mittelständisches Unternehmen sofort erfolgreich habe. KI ist eine harte Nuss, als mittelständisches Unternehmen nicht ganz einfach. Vielleicht kann man auch in dem einen oder anderen Fall, wie auch in der Vergangenheit, den größeren Unternehmen erstmal den Vortritt lassen, Fehler zu machen, zu lernen und dann, wenn es auch ausgereifte KI-Systeme und Programme gibt, dann eventuell den Schritt in die KI wagen.